Jo Leute, und damit ein herzliches Willkommen zu War Robots Remastered. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst ein Like und ein Abo da. Teilt das Video mit euren Freunden und empfehlt mich weiter. Vielen Dank. Außerdem checkt gerne die Videobeschreibung aus, wenn ihr mehr sehen wollt. Ja, es hat sich seit gestern kam ja kein Video was getan. Die Roboter und Waffen sind jetzt etwas höher gelevelt. Ich habe jetzt den Titan und ja, das war's eigentlich auch schon. Gut. Ich würde aber sagen, wir gammeln nicht lang rum, sondern legen wie immer gleich los mit Vorherrschaft. Let's go, meine lieben Freunde. So, wir starten mit dem Scorpion wie immer. Classic mittlerweile. Genau. Finstal. Aha. Der wird noch bereuen, mich abgeschossen zu haben. Stelle ich jetzt einfach mal so dahin. Am Ende bereue ich, das gesagt zu haben. Oh, sind zwei hier hinten. Eine Fujin, das ist doch gefundenes Fresschen. Gegen zwei habe ich aber wahrscheinlich keine Chance. Naja, wir sehen mal, was hier noch so losgeht. Jetzt sind es drei. Das ist dumm, wenn ich jetzt da reingehen würde. Wobei die Fuji. Ich nehme den letzten hier. Oh, Leute, noch eine Fujin. Das ist doch mehr als gut. Bam. Damit rechnet keiner außer Mathelehrer. Ja, okay, der war schlecht. Ich gebe es zu. So, gleich Teleporting. Bam, 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 bam. Zack, zack. Der wird am Dot-Effekt sterben mit Ansage, jawohl. Dafür werde ich jetzt sterben, außer mein Kollege rettet mich. Nice. Trotzdem, danke für die Unterstützung. Gut, was geht denn hier hinten so? Naja, ich muss mal darüber den Signalpunkt einnehmen, sonst haben wir bald verloren. Dann ist es bald Ende im Gelände für unser Team. Was haben wir denn hier? Mist, der ist schlau. Jawohl, weg mit dir. Bam. Dragon Breath. Gegen meinen kleineren Bruder, den Au, was auch immer. Aum Quinn, glaube ich. Weil Au Min war, glaube ich, der mittlere und ja, moin, da setzt schon jemand seinen Titan ein. Was ist denn da los? Captain Novize. Was haben wir denn hier drüben? Rio, ich kann es nicht erkennen. Wer ist das hier? Generalized? Jawohl, den muss man mal die Dragon Breath reinhauen. Die zieht nämlich ordentlich. So. Sag euch, Dot-Waffen gegen Titans ist die beste Wahl. Also wenn es nicht um Titans geht, bekämpft Titans mit Dot-Waffen und ihr könnt nicht viel verkehrt machen. Aber Mann, ich kann jetzt hier nicht raus. Ich hätte gern den Signalpunkt eingenommen. So, ich ziehe jetzt hier mal Leine. Zumindest versuche ich es. Seht ihr, wie viel wir den gezogen haben hier? Und jetzt bin ich eh gleich tot. Ah. Nein.
Ach, ich benutze erstmal meine normalen Bots. Jetzt den Titan einzusetzen wäre Verschwendung, weil wenn er dann weg ist, dann hat keiner was gekonnt. Aber wir können noch gewinnen. Kann nicht den mittleren nehmen. Wir müssen den hier holen, wenigstens. Ach nee, geh doch weg hier. Geh weg. Crushed by steel. I don't think so. Komm mal ran hier. Lol, ein anderer Fenrir. Mit einer geilen Lackierung. Und ich verame dafür, weil ich den seine Lackierung angeguckt habe. Ist das ein Gegner vor mir oder ist das. Ach, Junge, ich hasse den. Revenant. Zieh Leine. Oh, das würde bereuen. Naja, gut, erstmal holen wir uns den Crushed by Steel mit dem Ravenna. Nee. Das sah irgendwie ähnlich aus. Na, das ist eh verloren. Die haben besser gespielt mit Signalfeuern als wir. Man sollte darauf immer achten, dass man auch Signalfeuer am Start hat. Weil wenn man dann lange ausharrt. Ah, jetzt ist es sowieso verloren hier. Zu zweit gegen vier. Ei. Und ich kann mir, na doch, hier den Crushed by Steel, aber das ist ein Titan. Oder? Ist das ein Titan? Hallo. Ich gehe mal davon aus. Ja, was auch sonst, ne? Ja, lacht er jetzt nur über meinen Schaden. Komm, nimm ein, nimm ein. Ja, jetzt eh zu spät. Ja, war's das. Ja, Regel, also, nee, Regel Nummer 1. Signalfeuer sind mindestens genauso wichtig wie Kills machen. Also, Signalfeuer sind genauso wichtig wie die anderen Gegner zu vernichten. Also, ja. Achtet immer drauf, dass euer Team mindestens ein Signalfeuer mehr hat. Dann kann eigentlich nicht viel schief gehen. Quicksilver. Ob das Quecksilber auf Englisch heißt? I don't know. Da ist Cheng. Ah, die sind hier noch zurückhaltend. Sehr gut für uns, denn dann können wir uns erstmal vier Signalfeuer gönnen. Und erstmal das halbe Magazin verschießen. Zack. Oh Mist, ich wollte durchziehen, Scheiße. Naja. Die Fujin checkt anscheinend nicht, dass ich ein Feind bin. Der guckt los. Ah, jetzt hat er es gemerkt. Naja, ich werde jetzt hier Position halten. Meine Fähigkeit gut einsetzen, denn der Dot-Effekt ist sehr wertvoll. So, teleportiere ich mich sinnloserweise zurück, um die Gegner zu verwirren. Oh, nice, der Cheng hat einen Golem. Grüße gehen raus an dich, Golem. Absoluter Favorit gewesen. Sehr nice. Eine Aktion noch, komm. Gib ihm Dot-Effekt, gib ihm Dot-Effekt, gleich mal versprechen. Weg hier, Baum. Und Mr. Cheng ist weg. Komm, noch ein bisschen Schaden. Schade, hat nicht geklappt.
So, mein nächster Play, Fenrir. Der kommt in letzter Zeit immer etwas zu kurz. Da ich aus irgendeinem Grund als zweiten immer den Arjun nehme, obwohl der eher ein Game Changer sein kann und es nicht sehr sinnvoll ist, den am Anfang zu spielen, meiner Meinung nach. Was ist das hier wieder für ein OP-Fliegeteil? Haben sie wohl einen neuen in die Familie mit hinzugefügt? Ich bin ja nicht wirklich mehr auf den neuesten Stand. Dürftet ihr aber jetzt mittlerweile auch mitgekriegt haben. Oder auch nicht. I don't know. So. Run, run, run. Fenrir muss ich auch mal upgraden. Der ist der Einzige, der noch auf Level 1 rumgammelt, der Arme. Ach nö. Warum setzt er jetzt schon seinen Titan ein? Das Spiel hat doch gerade erst begonnen. Spielverderber. Aber ich glaube, der kriegt den Dot-Effekt. Aber ich glaube nicht von mir, denn mir ist nicht bekannt, dass meine Waffe einen Dot-Effekt macht. Muss ich dann mal genauer nachlesen. Aber was wichtiger ist, hier abzuhauen vor den Titan. Ich habe Glück, dass der Fenrir einigermaßen schnell ist mit 42 km/h auf Stufe 1. Speed ist nämlich genauso wichtig wie Life Points, finde ich. So, weg. Weg. Oder auch nicht. Triple Spiral spielt der Kollege. So, haben wir doch zwei schöne Schlachten gespielt, auch wenn die erste nicht so sehenswert war. Gehe ich mal davon aus. Ja, ich dachte jetzt, man kriegt eine Rhyme, wenn man zwei Videos anschaut, aber beim genaueren Hinsehen hat man dann gemerkt, nein, doch nicht. Schade, schade, wäre aber auch zu OP. Nee, macht keinen Dot-Effekt. Brauch's auch nicht. Ist auch so gut. Und es gibt momentan Aktionen. Also gradet eure Mechs ab, Roboter, was auch immer. Gut, das war's meinerseits von War Robots. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst ein Like und ein Abo da. Teilt das Video mit euren Freunden, checkt die Playlist aus und empfehlt mich weiter. Vielen Dank. Ansonsten haut rein, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Ciao.